Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play. Civ 6 Griechenland. Mittlerweile die 10. Folge schon. Schau dir was an. Die Zeit vergeht. Wir sind im Mittelalter. Wir bauen hier einen Industriebezirk und diese Siedler werden hier in Liverpool. Hoffentlich in den nächsten. Wie lange brauchen die dort noch hin? Weiß ich nicht. So machen wir das jetzt auf jeden Fall mal. Drei Runden, glaube ich, noch. Na klar. Jetzt die an, habt schon recht. So, noch einmal den Missionar hier. Schauen wir mal, ob wir es nicht schaffen. Ha! Wir haben ein Team zum Zoroastrismus umgewandelt. Finde ich gut. Dadurch machen die auch Druck auf Hattusa. Ist schon irgendwie nett, wenn wir Hattusa auch umwandeln. Aber wenn ich einen ganzen Missionar aufbrauchen muss, um eine blöde Stadt zu missionieren, ein bisschen mühsam. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Hast du eigentlich eine Religion? Nein. Vielleicht könnte ich dir meine Religion bringen. Da ist Petra. Die baut Petra. Na gut, schauen wir mal. Galeere, du machst mal nichts. Du machst nichts. Was machst du? Du machst auch nichts. Wer ist da dran? Der Hoplit. Sollte er den angreifen? Oder Bogenschütze? Ich meine, der Bogenschütze kriegt keinen Schaden, wenn er das macht. Machen wir das. So. Schauen wir mal da auf. Schauen wir uns Irland auch noch an. So, Hoplit stellt sich da in den Weg. Oh, verdammt. Das ist ganz leer. Ich hoffe, wir stehen gut genug im Weg, damit wir das Dorf kriegen. Immerhin sind das 50 Geldstücke. So, Stadtmauern bauen wir als nächstes noch schnell. Weil wir haben noch die 100% für die Defensivgebäude. Sobald wir Söldner haben, werden wir das nicht mehr machen. Ah ja, genau, wir haben gesagt, wenn wir 8 Runden Söldner erforscht haben, also wenn wir dann noch auf 8 Runden sind, hören wir auf damit und machen das andere. Schauen wir mal. Next round. Huch. Du möchtest offene Grenzen. Was hältst du davon, wenn du mir Elfenbein gibst? Die wollen mir immer Geld geben, wieso geben wir denn nicht Dings? Also wenn du mir keine offenen Grenzen gibst, dann... Nö. Meine offene Grenzen bei dir sind eigentlich gar nicht so blöd, dann könnte ich dort auch durchschauen. Bist du irre, du hast schon 6 Städte. Ah, was spricht dagegen, mir einen Elefanten zu geben? Verdammt nochmal. Das gibt's ja wohl nicht. Echt jetzt? Na okay. Ich will nicht so sein. Wenn du mir danken kannst. Indem du mir einen gerechteren Deal anbietest. Doofe Frau. Was ist das? Was ist jetzt? Na okay. Okay.
Hey, da oben ist Island. Glaube ich zumindest. Und vielleicht ist es aber auch Grönland. Hey. So, warte mal, was? Eritrea produziert nicht genug Nahrung? Echt jetzt? Wie kann das sein? Ah, wir produzieren nur Produktion. Ja, kann ich jetzt nichts machen. Was soll ich tun? Wir könnten natürlich das wegnehmen, aber andererseits, na, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sage ich da. Das sollen wir recht schnell das Ding fertig machen und aus. Ah, warte mal. So, dann bauen wir doch glatt daher, oder? Das ist ein guter Ort. Mykene. So, was machen wir in Mykene? Wir produzieren Stadtmauern, weil das geht schneller jetzt noch. Ich weiß nicht wie lange, aber es geht noch eine Weile schneller. Außerdem habe ich mir gedacht, ich werde vielleicht einen Handwerker kaufen. Eine Wassermühle könnte ich mir auch kaufen. Nicht schlecht, ein Handwerker auch cool. Handwerker wird deswegen cool, weil der hat jetzt noch 5. Auch das ist eine Politik, die ich noch drinnen habe, die ich vielleicht wechseln will. Warte mal, Wassermühle ist für Reis und Weizen, kriegen noch zusätzlich und Reis und Weizen habe ich hier nicht. Ah, machen wir das mit dem Handwerker und aus. Da haben wir nämlich Fische. Da haben wir das. Und den Wal will ich auch ganz gern ausbauen. Ja, machen wir das so. Wassermühle kaufen wir als nächstes vielleicht rein. Euer Volk lässt sich zu nah nieder. Entschuldigt, ich werde in Zukunft woanders siedeln. Vor allem jetzt kann ich eh nicht mehr in der Nähe von dir siedeln. Ja, du kannst mich gern haben. Was bin ich? Na hey. Du bist einfach angegriffen. Bist du Ork? So, na dann. Holen wir uns doch gleich mal die Pferde auf. Mit dem Gott des Meeres, dann ist das die Fischressource auch nicht schlecht. Auch recht bald. So. Terrakotta-Armee hat er gebaut. So, und du brauchst mal das auf, weil das bringt uns als Produktion. Ich bin mir relativ sicher. Ah ja, ist jetzt nur einiges schneller in der Produktion. Ah, schaut gut aus, schaut gut aus. Kann man ihm sagen, dass er das da als nächstes machen soll? Hallo? Ich würde gern das da als nächstes nehmen. Weil das da hinten nehmen wir die Römer ja nicht weg. Ich meine, ich verstehe, dass er da rüber geht, weil dort gibt es das Eisen. Ich überlege gerade, können wir die das überhaupt? Ja, sicher sogar. Das ist sogar noch im Gebiet von Paris drinnen. Vielleicht sollte ich das noch schnell kaufen, nicht dass man dir das wegkauft. Tut das der Computer? Hm. Schwer zum sagen. Naja, wurscht. So, ich überlege, soll ich mit dir zurückgehen und dich mal aufrüsten? Oder zumindest mal heilen? Oder gehen wir einfach daher. Gut, du hast wie viele Lebenspunkte? 89 von 100, du heilst dich mal eins einmal. Dann sind wir auf 99 und das passt ja schon. So, schauen wir mal.
sonst läuft gerade Kroatien gegen Russland und ich nehme mal an, irgendjemand hat gerade ein Tor geschossen, weil im Hintergrund schreit jemand. Jetzt wisst ihr auch, wann ich das aufgenommen habe. Ich würde sagen, Kroatien hat ein Tor geschossen. Es wohnen hier weniger Russen als Kroaten. Ich nehme mal an, dass Kroatien also das 2 zu 1 geschossen hat. Weil vorhin ist es 1 zu 1 geschehen. So, was willst du? Du willst offene Grenzen von mir und bietest mir ein Gold. Was hältst du davon, wenn du mir noch mehr zahlst dafür? Naja, 100 vielleicht nicht, aber sagen wir mal 10. Nein? 5? Auch nicht? Bist du arg? 3? Auch nicht? 2? Ah. 1? Ich bin so gierig. Na gut, dann lassen wir es. Was? Jetzt willst du es nicht mehr haben? Okay. Oder ist das etwas, was ausgelaufen ist? Was weiß ich. Ist mir eigentlich egal. Hat er halt keine offenen Grenzen mehr bei mir. Wenn er nichts dafür zahlen will. Huch, was ist jetzt los? Irgendwas ist passiert. So, gehen wir mal zu dem Fischer. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Ja, du heißt halt auch. Warte mal, aber. Folgendes du. Irgendwas haben wir entdeckt. Wir haben ein Dorf entdeckt. Das kann ja wohl nicht sein. Hat da nie jemand geforscht da oben? Was macht der Computer eigentlich? Korinth benötigt mehr Wohnraum. Ja, sehe ich. Ja, soll sein. So. Also kannst du entweder Richtung Amerika weiterfahren. Das ist wirklich Island. Entweder Richtung Amerika weiterfahren oder zurück nach Mykene dich aufrüsten. So, da sind wir damit fertig. Wir wollten da irgendwie ein Wunder, glaube ich, bauen. Ich kann mich wieder erinnern. Den Koloss. Und zwar hierher. Weil, warum wollten wir ihn hierher bauen? Aus irgendeinem Grund. Wir wollten nicht die Fische weggeben. Jo, anderes. So, also da lehren wir noch gar nicht dran. 30 Runden dauert das, bist du irre. Wir sind so lahm. Bauen wir Produktion. Wir haben noch nicht alle Fische ausgebaut. Das müssen wir noch machen. Na gut, machen wir mal weiter. Vielleicht hätten wir Karthago einfach irgendwann mal den Krieg erklären sollen. So, du brauchst mal das aus. Zweite Richtung.
Ob man da bis nach Amerika kommen? Wahrscheinlich eher nicht. Weil es müsste zumindest noch zwei Völker in Amerika geben, sonst hätte ich die wahrscheinlich schon gefunden. Du hast ein Wunder gebaut, du freust dich darüber, obwohl du dich nicht freust, mich zu sehen. Du hast mich denunziert, du Vollkoffer. Zwischen dem Steigbügel und dem Boden bat ich um Gnade. Hm. Und Gnade habe ich gefunden. Ach ja? Wieso? Auf dem Weg nach unten? Nein, wahrscheinlich nicht, sonst hätte er das nicht mehr sagen können. Hey, wir haben einen Mareka gekriegt. Weil wir ein Aquädukt gebaut haben. Für Militärtechnik. So, eine Runde erforschen wir jetzt Söldner noch und dann wechseln wir das. Obwohl zur Zeit. Ui, warte mal. Stadtfernkampf. Bist du irre? Da muss oben wieder irgendwo ein Dings entstanden sein. Oh, wow. Muss irgendwo ein Barbarenlager entstanden sein. Kann ich das sehen? Von hier. Ach, da ist es. Ich sehe es schon. Na gut, dann fahren wir mal darüber. Kümmern wir uns mal um dieses Barbarenlager. Das ist eigentlich eh nicht so schlecht, das bringt Geld. Jetzt sind die Barbaren bei weitem weniger unangenehm für uns. So, ich überlege. Wie ist das mit der Wassermühle? 320 kostet die. Ah, könnte ich da bitte wieder rauskommen? Wie gehe ich denn da raus? Aha. Ach Gott. Okay, so. Wieso kostet das jetzt 115? Vorhin hat es nur 110 kostet. Ah. Kaufen wir das? Ich würde auch ganz gerne den Wal haben. Ach, so. Das wollen wir jetzt verbessern. Und danach, wenn wir rübergehen. Das ist gut. So, irgendwas haben wir geschafft. Ihr habt eine Quest für den Stadtstaat in Kabul abgeschlossen. Was für eine war das? Keine Ahnung. So, wie ist das mit Kabul? Hm, jetzt sind wir wieder gleich auf mit dem Gandhi. Finde ich schlecht. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Könnt ihr nicht mit irgendjemand anderem versuchen? Ach Gott, was braucht man für euch? Einen Campus, okay, das haben wir bald. Eine Eingebung für öffentliche Verwaltung. Hm. Öffentliche Verwaltung. Das wird wohl da sein, oder? Schichtsaufzeichnung. Wo ist denn die öffentliche Verwaltung? Da ist sie. Lass die Bevölkerung einer Stadt auf 10 wachsen, damit ich das schaffen kann. Habe ich das eh geschafft? Das ist so elend. Das sind irgendwelche blöden Missionare. Die können sich alle die Missionare leisten und ich nicht. Hm. Na gut, Barbaren, das haben wir schon gehabt. Die Pyramiden sind gebaut worden. Bloß spät. Wir haben 275 nach Christus. Puh, wir sind eh ganz schön schnell, dass wir schon im Mittelalter sind. Ja. Na, machen wir jetzt mal bei Truppen fertig. So. Fährst darüber. Kannst du da rauf? Nein. Ich
Aha, da geht's nicht durch, ich wusste es. Und außerdem schießen jetzt irgendwelche bescheuerten Bogenschützen auf mich. Verdammt. Ja, du, noch einmal eine Runde Pause. Was ist das? Yay, 20 Glauben. Was machen wir mit 20 Glauben? Am Anfang des Spiels ist das sicher nicht schlecht. Naja, gut, was erwarten wir noch? Immerhin sind das Dörfer, die nur am Anfang des Spiels in irgendeiner Weise noch da sind. Hm, Forschung wählen. Haben wir irgendwelche Dings da? Naja, Militärtechnik. Zum Beispiel mal. Salpeter zeigt uns das. Militärpioniere. Was machen Militärpioniere? Unterstützungseinheit des Mittelalters erfordert zum Produzieren eine Waffenkammer. Kann Straßen sowie Festungs- und Landepistenverbesserungen bauen. Okay. Das heißt, ich kann doch Straßen bauen. Waffenkammer. Mhm. Benötigt Kaserne oder Stallungen und ein Lager. Hm. Bescheuerte Technik. Was haben wir da? Bildungswesen baut Universität und Hagia Sophia. Hm. Hagia Sophia, glaube ich nicht, dass ich das brauche. Kulturbonus für die große Mauermodernisierung für Nachbarschaft. Wenn ihr als Katharina von Medici spielt, erhaltet ihr einen kostenlosen Spion. Das gilt nur für die Leute, die große Mauer bauen, beziehungsweise für die Katharina von Medici, die ausgeschieden ist. Mittelalterliche Mauern. Die Alhambra, was macht das? Plus zwei Annehmlichkeiten. Plus zwei Punkte des Typs großer General pro Runde. Hm. Plus ein Militärpolitikplatz. Braucht man einen großen General? Möglicherweise. Noch irgendwas erforschen? Wahrscheinlich da oben auch noch. Massenproduktion, was braucht das Bildungswesen? Kartografie, baut zwei Häfen. Hm, das könnte sein, dass wir das sogar noch machen. Druck, baut zwei Universitäten. Das wahrscheinlich eher nicht. Was kann das? Die verbotene Stadt plus ein Joker-Politikplatz. Das ist ja gar nicht schlecht. Muss auf flachem Land gebaut werden, das unser Stadtzentrum angrenzt. Hm. Plus 5 Kultur. Und was brauche ich das? Bitte eine weitere Stufe diplomatischer Sichtbarkeit aller anderen Zivilisationen. Puh, schwierige Sache. Bauen wir zwei Universitäten, wir haben noch nicht einmal eine. An und für sich würde es dafür sprechen, dass wir das machen, weil einen großen Wissenschaftler könnte man noch kriegen. Den Bonus da will ich eigentlich auch noch kriegen, weil ich arbeite ja schon richtig fest in Richtung Handelsrepublik. Zwei Häfen auch am ehesten, machen wir doch. Schauen wir mal. Vielleicht hören wir da auch bei der Hälfte auf. So, wir haben ein Aquädukt abgeschlossen. Hurra! So, was machen wir als nächstes? Einen Tempel vielleicht. Wir brauchen mehr Glauben. Das ist ein Bürgerplatz. Was ist ein Bürgerplatz? Heißt das, ich kann einen Bürger reinsetzen? Oder die Stadt hat dann einen Platz mehr für Bürger? Oder ist das Wohnraum? Na, wir brauchen eine Stadtmauer. Wir haben noch die 100%. So, gut. Nicht vergessen, nächste Runde drehen wir die Söldner ab. Vielleicht sollte ich dann nochmal anfangen, Truppen zu bauen, damit ich den Söldner-Bonus kriege. Hm, die zwei mögen mich noch. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber sie tun's.
der mag mich nicht aus irgendeinem Grund. Ja, genau, schießt nur auf mich, habt schon recht. Ich hab's nicht anders verdient. Ja, du gehst mal weiter in diese Richtung. Du auch. Okay, du kommst da nicht durch. Ich lasse dich mal wieder zurück. Hoplit. Da oben muss ein Lager geben. Vielleicht wenn man das zerstören, aber vielleicht werde ich ihn dann aufrüsten. Ich überlege gerade, ob man da nach Belfast auch noch eine Stadt bauen. Wer weiß. Schauen wir mal. Mit denen da rangehen, wer weiß, was da drinnen steht. Ah, okay, das sind nur Spurkämpfer. Gibt Schlimmeres. Okay, du gehst nicht weiter vor. Was soll ich das jetzt machen? Hält er sich dann oder nicht? Da hinten gibt's nichts. Warum renne ich da eigentlich rum? Ja, aber ich habe schon ein Dorf gefunden. Also, wer weiß. Vielleicht finde ich auch einen Stadtstaat noch. So, Korinth, was hast du gebaut jetzt? Das Industrie... Nein, doch, das Industriegebiet. Machen wir Werkstatt. Werkstatt klingt gut. Jetzt Feudalismus. Wie ist das? Ah, OZ 5 und 2. Ah, das ist 4 und 4. Haben wir irgendwelche einzelnen Dings jetzt noch? Oder weggehen bitte? Oder irgendwo ein einzelnes Feld. Das sind auch zwei nebeneinander. Oder? Das sind auch zwei Felder nebeneinander. Also nur zwei nebeneinander und das macht weniger.
Ah, da waren auch nur zwei nebeneinander. Oder heißt das drei im Stadtgebiet, obwohl andererseits da habe ich auch ein drittes im Stadtgebiet, also daran kann es nicht liegen. Das bringt 2 und 1. Nach was für ein Prinzip kriegen die... Nach welchem Prinzip produzieren die Nahrung? Gibt es da irgendeines? Na gut, schieß mal da drauf. Mach ihm auf. Hat er verdient. So, dann gehen wir da auf. Was haben wir jetzt entdeckt? Oh, ein Dorf. Nicht schlecht, na gut, in Grönland. Mal ein paar Sachen ruinieren da drüben. Schauen wir mal, ob die Barbaren klug genug sind und ihren Bogenschützen rüberschicken. Was ist das? Nach der Verlagerung der Gesandten seid ihr nicht mehr souverän der Stadtstaat Satusa. Sag mal, spielen sie? Seid ihr noch zu mächtig? Erfüllen wir gleich irgendwas. Ah, nur auf Gott, der war dran. Mist. So, dann schieß mal drauf. Argos, was brauchen wir in Argos? Ein Monument vielleicht mal. Und eine Akropolis, können wir das? Wo kann man die hinbauen? Ah, da hier. Na, das ist kein guter Ort. Unterhaltungskomplex. Komplex. Hafen. Hafen. Wir wollten einen zweiten Hafen. Das ist gut. Das ist gut. Da haben wir jetzt dann auch einen Hafen quasi am Indischen Ozean. Also in dem Fall eigentlich am Persischen Golf, aber der führt ja da in den Indischen Ozean. Also so gesehen passt das schon, wenn wir das so sagen. Ein Haufen Geld. Was machen wir mit dem Geld? Vielleicht bauen wir jetzt wirklich das Wasser, die Wasserdings. Die Wassermühle. Kabul fährt zu uns mit einem Händler. Ich finde es das interessant, dass auch die Stadtstaaten jetzt hier haben in dem Ding. Okay. Die Runde machen wir noch und dann machen wir den Schluss für heute. Ach Gott. Ich hasse diese. Das ist fürchterlich. So, was machen wir in Athen? Was haben wir in Athen? Da brauchen wir mehr Wohnraum. Na gut, aber das ist mir eigentlich egal. Wir bauen dort nämlich den Koloss hin und aus. Maus. Naja, dann schießen wir mal drauf.
Schuss den gesamten Typen erledigt. Ah, noch so ein Typ. Mögen wir nicht. Barbaren werden von uns vernichtet. Das bringt zumindest ein bisschen Erfahrung. Ah, Mist, ich wollte ja Stopp machen. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, einen schönen Nachmittag oder Abend oder Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss euch. Oh.